So, das Zeigerdiagramm des Trafo. Das ist durchaus ein sehr komplexer Gegenstand, der aber hier wahrscheinlich erstaunlich schnell geht. Was wir hier haben, ist erstmal das Trafoersatzstadtbild ohne den Übertrager. Ich nehme eine rein reelle Last an. Das macht es jetzt ein bisschen einfacher. Reicht aber auch und in der Regel ist das auch in Ordnung. Und habe dann hier meine Elemente mit den entsprechenden Spannungsabfällen. Habe den Hauptzweig hier mit der Induktivität zur Magnetisierung und dem Eisenverlustwiderstand und dann hier noch die Kupferverluste und die Streuung an der Primärspule mit der Versorgungsspannung. So, was mache ich? Ich fange zunächst mal an, am besten bei einem Zeigerdiagramm immer ganz hinten anfangen, weitesten weg von der Quelle, also U2'. Da ich es rein qualitativ mache, ist es erstmal egal, wie lang es ist. Erstens zeichne U2'. Zweitens, parallel dazu liegt natürlich, machen wir mal 1,5 cm lang, genau parallel dazu liegt UR2 vor, beziehungsweise U2'. Vor. Parallel U2' ist parallel zu UR2'. So, senkrecht dazu und zwar von unten kommend, also nach oben gehend, weil das ist jetzt ja parallel eigentlich auch zum Strom, haben wir die Spannungsabfall über der Streuinduktivität. UR2' senkrecht zu U Sigma2'. Von unten kommen, schreibe ich mal dazu. Viertens, die Verbindung hier, die macht UH. Das ist das Einzige, was hier fehlt, das ist nämlich genau der hier. So, zeichnen wir ihn ein. So, hilft mir das jetzt was? Na, jetzt muss ich ein bisschen anfangen, eine zweite Zeichnung aufzumachen, nämlich die für den Strom. So, parallel zu U2' haben wir natürlich I2'. Ich mache den mal groß. Ist parallel zu I2'. So, der Spannungsabfall jetzt hier und damit auch der Strom, insbesondere hier durch, der wird parallel zu UH sein. Also IFE ist parallel zu UH. Den male ich mal davor. Das ist der. Nun, der Strom hier durch die Hauptinduktivität, der ist wiederum senkrecht zu IFE. Und zwar, weil er ja nachläuft, nach unten gehend. Also so rum. Siebtens. IFE parallel Emü nach unten gehend. Achtens, die Verbindung macht I1. So, mal hier weg, schreiben wir mal dahin. So, nützt mir das in irgendeiner Form was? Ja, natürlich, sonst hätte ich es nicht getan. Wenn ich jetzt nämlich weitermachen möchte, dann brauche ich ja noch die Spannungsabfälle hier UR1 und USigma1. So, und zwar sind die nun wieder parallel
zu I1. Also zumindest der I1 ist parallel zu. So, den mache ich ein bisschen länger, 2 cm hier mal. Neuntens, I1 parallel UR1 und derselbe Treppenschritt nochmal wie der, den wir eben hatten, nämlich senkrecht dazu. U Sigma 1. Zehntens. UR1 senkrecht zu U Sigma 1 und der Kopf von unten. Und elftens die Verbindung macht U1. So, und das hier war ja noch UH. Schon wieder vergessen. Damit ist das Zeigerdiagramm komplett und alle sind drin und alle Phasen und Winkel können bestimmt werden.